Aber ekliges Spiel auf jeden Fall. Haben uns ein bisschen mehr vorgenommen, als wir dann im Endeffekt durchgesetzt haben. Die waren richtig giftig. So. Wir mussten halt gucken, unsere Ordnung finden. So. Das haben wir nicht so gut hingekriegt. Waren im Mittelfeld ziemlich offen. Haben dann in der zweiten Halbzeit umgestellt, ein bisschen kompakter stehen in der Mitte. Haben dann nicht mehr so viel zugelassen durch die Mitte. Und ja, also im Endeffekt, so viele Chancen kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass Lockstedt hatte. Aber wir haben dann unsere Tore gemacht. War auch wichtig dann, dass wir einen nachgelegt haben, 2-0. Dann war das alles wieder ein bisschen ruhiger. Eklig, dass wir dann auch das 2-1 kriegen. Konnte dann mit dem 3-1 gut. Aber im Grunde genommen haben wir uns auf jeden Fall definitiv mehr vorgenommen, als wir im Endeffekt umgesetzt haben. Aber so eine Spiele musst du auch mal gewinnen. So. Die waren auch giftig, die hatten auch Bock. So. Hier zu Hause dann das Ding runtergespielt und 3 Punkte können wir uns freuen. Klar können wir noch 1, 2, 3 Tore mehr machen, so. Gar keine Frage. Aber gut, dafür haben wir unser Tor gemacht. 3 Punkte, abhaken, nächstes Spiel. Ja, wir haben gut gearbeitet, haben viel gekämpft, waren fleißig. Leider hat es nicht gereicht. Am Ende war es an der Cleverness wohl. Hat leider nicht mehr für Punkte gereicht, gar nichts. Auch der Anschlusstreffer hat nichts mehr gebracht, haben wir noch einen bekommen. In der Rückserie vielleicht gegen Portmittel. Die Mannschaft ist noch zu clever für uns.